Leute, was geht? Und jetzt willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Es wäre mega nice mit Rustik. Was geht, Mann? Was geht, Bro? Was ist das hier? Wir machen heute ein Autobattle, aber warte mal ganz kurz, Rustik. Leute, ich habe mich jetzt gemütet, denn wenn ich heute ein schlechtes Auto ziehe, dann kann ich einfach hier mein Auto upgraden. Leute, das ist eine Supermaschine. Und zwar werfe ich hier erstmal das schlechte Auto rein, dann aktiviere ich die Maschine und den Hebel und bekomme ein krasses Auto wieder ausgespuckt, Leute, aber davon weiß er nichts. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir fahren jetzt an. Oh, bist du schon auf dem Feld, Rustik? Ja, ich hab's abgecheckt, wo warst du? Gar nichts, ich nehme dir die Spitzhacke raus, Bro. Okay, ich hab... Okay, perfekt, Leute, dann fangen wir jetzt an, das erste Feld hier aufzugraben. Und zwar können wir hier Gold... Ey, klaust du gerade mein Feld, oder was? Nein, nein, mach weiter, mach weiter. So, Leute, sowas kriegen wir für ein Auto, bitte. Und... Oh nein, ey! Ah, das ist deins. Leute, ich kann das Auto jetzt gar nicht upgraden, weil... Oh Mann, ey, das hat er ja schon gesehen in meiner Kiste. Rustik, hör auf damit, Mann! Ja, okay, tut mir leid, aber ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das erste Battle kannst du von mir aus direkt aufgeben. Du hast ein McDonalds-Lamborghini, ja. Leute, das ist ein McDonalds-Lamborghini, Mann, da habe ich gar keine Chance mit meinem ranzigen Auto hier dagegen. Aha, Bro, ich habe doch gesagt, gib auf. Oh Mann, Leute, ich kann gleich nicht aufgeben. Wisst ihr, wie langsam dieses Ding ist? Ich sage, ich will nicht meine Maschine benutzen können, denn du hast keine Chance, Mann. Aber jetzt drei, zwei, eins, go! Let's go! So, du bleibst du noch stehen! Oh, oh Leute, Ente. Komm schon, wir sind überall Bienen auf der Straße. Ich muss mega aufpassen beim Fahren, Leute. Let's go, so. Ich fahre ja noch hinter das. Ah, du bist immer noch hinter mir, Rustik. Ja, Ente, du bist viel zu gut einfach. Ja, ich bin auch viel zu gut, Leute. Ich muss gleich die Sounds niedriger machen. Das Auto ist so Oh normal. Mein Gott, Ente, wow. Du bist so gut, Ente. Ich bin auch so gut, wow. Ich hab Alter. So eine lange Limousine, ist so schwierig, die zu fahren, um die Bienen, Mann. Geh weg, geh weg. Ja. Oh mein Gott. Oh, ich bin bist du nicht explodiert? Nein, ich bin nicht explodiert vor das Eis, Leute. Oh nein, das ist gar nicht gut. Egal, da bin ich gut rumgekommen. So, du bist immer noch hinter mir, oder? Ja, Alter, ich bin immer noch hinter dir. Oh, ich muss gewinnen, Leute. Hier ist Eis und hier sind Bienen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ja, hey! Ente! Jetzt hat niemand den Punkt von uns bekommen, Rustik. Ente, das war voll blöd, Mann. Ja, was hast du gemacht? Du hast sogar mit dem Labo gegen mein billiges Auto verloren. Hast du das gar nicht gecheckt? Ich habe mit dir gespielt, aber beim Eis bin ich voll ausgerutscht und dann sind wir in die Luft gegangen. Oh nein, Leute, das tut mir aber so leid. So, jetzt mache ich das nächste Feld auf. Let's go, jetzt muss ich dich platt machen hier. Und, oh Leute, das ist Rustik. Ich muss ganz kurz, ich komme gleich wieder, okay? Hä, wohin gehst du, Ente? Leute, ich glaube, das kann ich benutzen, weil das Auto ist eigentlich okay, das muss ich nicht upgraden. Leute, das ist ein Elektro, und zwar aber ein Pickup mit Elektro. Okay, willst du meins sehen? Ja, zeig mal. Oh, du hast ein normaler Pickup, der ist jetzt auch nicht so toll, ein Toyota-Pickup. Ja, aber ist okay. Okay, bist du bereit, Rustik? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1, let's go. Oh, Leute, okay, der Pickup ist... Geht so, der ist ja nicht ganz so kisch. Oh, oh nein, die erste Biene schon. Was? Oh. Ente, lauf schnell zu den Autos, du erzählst es nicht. Ich muss nicht beeilen, Leute. Ich muss nicht beeilen, Mann. Wir sind ich beide bin vor dir. Leute. Nein, bitte, ich muss schneller sein, Leute. Ich muss schneller sein. Oh nein, der fährt schon voran mit seinem Pickup. Ich muss ganz schnell sein mit meinem Elektro-Pickup. Komm schon. Gib schnell Gas. Die Leute sind überall Bienen auf der Straße. Und komm. Ja, wir beholen dich, Rustik. Oh, nee, das war niemals. Ganz knapp. Habt ihr das gerade gesehen? Das war super knapp gerade. So, jetzt muss ich den überrunden. Hier, komm schon, bitte. Und jetzt... Oh, ja, Rustik wurde ausgeschaltet. Nein! Jetzt muss ich nur den Kurs schaffen, Leute. Und dann habe ich schon einen Punkt hier, wenn ich das packe. Da vorne stehen die alten Autos. Und da weiß ich, wie gut ist das Elektroauto da. Und ich fahre einfach drüber. Das juckt den Pickup gar nicht. Zum Glück habe ich den nicht getradet, Leute. Und so, jetzt nach vorne kommt hier ein Sprung. Und komm schon, nein! Der Kurs ist viel zu schwer diesmal. Ente, du hast es nicht geschafft. Nein, noch niemand hat einen Punkt bekommen. Es ist viel zu schwer und ich will das eine erreichen. Okay, jetzt kommt das nächste Feld. Ja, ich mach schon auf. Oh, ich mach jetzt auch auf, Leute. Bitte ein gutes Auto, komm schon.
Okay, Leute, aber ich muss jetzt mal gewinnen. Deswegen gehe ich jetzt ganz schön, solange der noch beschäftigt ist da hinten, ne? Gehe ich jetzt schnell mal hier hinter und werfe jetzt mal hier den 1063 in die Maschine, Leute, weil ich brauche ein stärkeres Auto als das. Und let's go, dann schalten wir das hier an und legen den Hebel um. Und was kommt da raus? Ein McLaren aus der Maschine. Russik, ich habe ein McLaren bekommen. Was? Ich habe aber auch was Gutes bekommen. Ich habe ein Takis McLaren. Oha. Oha, ich habe ein Rari. Ein Rari SUV. Okay, Leute, ein SUV, der wird es leichter auf dem Eis haben. Auf Eis jetzt mit dem Takis. McLaren, richtig schwer. Aber es ist ein Takis Blue Heat McLaren. Okay, bist du bereit, Russik? 3, ich bin ready. 2, 1, let's go. So, okay. Oh, der fährt voran. Wir fahren einfach hinter Russik. Der fährt einfach die ganzen Minen für uns auf. Oh, Leute, das war so knapp gerade. Oh, nein, 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 nein. Nein, oh, nein, oh. Mich hat sie die Mine gedreht. Russik ist schon viel weiter voran als ich. Das ist gar nicht gut. Leute, der Sportwagen hilft mir gerade gar nicht hier, weil ich den gar nicht ausfahren kann, weil man immer irgendwelchen Minen ausweichen muss. Aber es sind schon fast alle Minen von der Straße weg. Ich bräuchte so ein Minenräumungsfahrzeug. Das wäre so praktisch. Ente, wo bist du? Ich bin weit hinter dir. Hier ist der Toyota von Russik. Und das Eis. Oh, Leute, das Eis tut dem McLaren gar nicht gut. Und ich kann mich nicht richtig move auf dem Eis, Leute. Ich muss jetzt aber schnell aufholen, weil ich muss Gas geben. Let's go. Oh, Mine, Mine, Mine. So, und jetzt hier wieder Gas geben. Langsam übers Eis. Oh, nein, der ist, glaube ich, schon richtig weit vorne. Nein! Endlich, ich hab's geschafft. Oh, hast du es gepackt, Russik? Ja, ich hab's geschafft, Bro. Ich war der Erste im Ziel. Und das ist gar nicht cool, Leute. Mann, ich muss gewinnen. Jetzt mache ich ein neues Auto auf. Komm schon, bitte gönn. Und, oh, das ist krass, glaube ich. Okay, das muss ich nicht upgraden. Russik, ich habe ein starkes Auto bekommen. Echt? Ich krieg jetzt mein nächstes Auto. Und das ist... was bekommst du? Nicht so gut, würde ich sagen. Echt? Aber nicht so gut? Oh, sag mal, du hast einen Tesla? Ja, Tesla Model S habe ich bekommen. Das guck ist super mal. Stark. Oh, ein Raptor, der ist super stark auf Eisbahn. Ja, das stimmt, Bro. Ich werde dich hops nehmen mal wieder. Ja, ich werde dich hops nehmen mit meinem Tesla. Okay, bist du bereit? Ja, let's go. 3, 2, 1, let's go. Fahr los, Mann. Boah, bist du so schnell. Leute, aber die Bienen haben ja gerade jedes Mal sowas voll die Fahrt weggenommen. Und jetzt muss ich ja nicht mal schlau die Bienen ausweichen. Das Ente, bleib stehen. Ich werde nicht stehen bleiben, Russik. Ich muss gewinnen. Ich muss ins Ziel fahren. So, diesmal, Leute, werde ich ins Ziel kommen. Ich habe es bis jetzt so nicht geschafft. Ich will das Ende nicht mal sehen. Oh, ich glaube, das Ende wird aber auch nicht leicht. Oh, das war schon eine Mine. Aber nur ein bisschen Damage, Leute. Hier im Tester, die ist mal ein bisschen besser beschützt als in dem anderen Auto. Rutscht der Tesla auf Eis? Oh, was? Rutscht der? Es geht. Ich glaube, der hat Allrad. Deswegen komme ich gut über Eis. Oha, es geht. Bisschen rutschig, Leute. Aber ich bin die Kuppe 2. Nein, ich bin explodiert. Sehr gut, Leute. Der ist erstmal explodiert. Und ich fahre jetzt hier über das Loch drüber. Und da vorne die zweite Eisstrecke. Und ich glaube, das wird unser erster Punkt. Oh nein, ich rutsche in die Mine rein. Leute, der Tester. Oh, ja, bitte, bitte, bitte. Oh nein, der Tester steht auf dem Eis. Es kommt schon. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm schon, Mine, 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 Mine. Nein, 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 ist egal, ich führe nicht und du führst auch nicht. Ist in Ordnung. Oh, ich habe ein gutes Auto bekommen. Echt? Ja, super stark, ein Ferrari. Guck mal, was ich bekommen habe. Oh, ein BMW M4. Was? Ja, da guckst du, ne? Okay, sehr krass, Leute. Okay, der Ferrari, der ist auch nicht upgradebar, weil der ist super stark. Let's go, okay, 3, 2, 1, go! Let's go, komm schon. Und Russik fällt vor, schon mal gut wegen dem Beat. Oh, der M4 ist ja richtig schnell. Ja, Bro, oh, oh, oh. Oh, oh, Biene, Biene, oh. Biene. Oha, wie hast du die gerade, bist du gerade ausgewichen? Oh mein Gott, war das knapp, Bro, das glaubst du gar nicht. Das, boah, was, Mann? Bist du explodiert? Ja, bin ich, aber ich sitze jetzt wieder im Auto, ich bin hingerannt. So, let's go, ich bin wieder im Auto, Russik. Okay, aber das wird dir nichts bringen, Bro. Ich bin zu schnell. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte, Leute, bitte. Der ist echt schön mit seinem BMW. Okay, hier ist überall so ganz viele kaputte Autos von uns, Leute, so. Oh nein, eine kleine Mine, oh nein. Und schnell über die Schanze drüber. Let's go. Und ist er schon im Ziel? Was, hast du es geschafft?
Leute, mein Ferrari ist rausgefallen. Mein Russik hat den Stil geschafft. Das ist gar nicht cool. Bro, hier eine Blume für dich. Danke, Russik. Danke für die Blume. Die brauche ich aber nicht. Mann, Leute, ich muss jetzt endlich mal wieder gewinnen. Es steht 2:1 in Russik. Ja. Okay, Leute, da grabe ich jetzt weiter Autos aus und komm schon. Und... okay, Leute, das ist eigentlich ganz gut, aber es geht noch eine Spur besser, denn ich will gewinnen und deswegen gehe ich mal kurz hier hinter, solange der noch da hinten ausgräbt und dann werde ich mir jetzt ein krasseres Auto damit holen und zwar rein damit. Let's go, mal sehen, was da rauskommt. Das Auto war ja schon stark, so, ich muss schneller machen. Oha, Leute, habt ihr das gesehen? Da kam ein helles hier raus, Mann. Ich habe dort sogar ein relativ starkes Auto reingeschmissen und es kam ein doppelt so starkes raus. Russik, ich habe ein helles hier. Was? Ich habe einen M2. Oh, der Hennessy ist halt viel stärker. Ich habe einen Supersportwagen. Ja, aber du kannst nicht so gut fahren wie ich. Ja, wenn wir sehen, bist du bereit? 3, 2, 1. Let's go! Und start, Leute. Wir sind super schick. Durch mal, wie schnell. Nein! Leute, wir müssen schnell wieder einsteigen in Hennessy. Wir sind hier gespawnt und eins ist gar nicht gut. Davon ist mein Hennessy. Oh, nein! Oh, Russik ist auch ups gegangen. Russik ist warte, Ente, bleib mal kurz stehen. Guck mal hinter dich. Ich bleib nicht stehen. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht, Bro, wirklich. Was hast du mir mitgebracht? Ich glaub dir nicht, Russik. Ich muss einsteigen. Ich muss dir den Punkt holen. Ey, Bro, warte noch ein bisschen. So, Leute, jetzt mit dem Hennessy kommen, hier sind gar keine Minen mehr im Weg. Die wurden alle ausgelöst von Russiger Unterhand. Und hier oben steht noch welche. Let's go, komm an der vorbei. Und hier vorbei. Und kommt, da stehen auch ganz viele Autos. Oh nein, 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 nein. Hier ist safe zu fahren auf jeden Fall. Ich muss ganz langsam fahren. Ich glaube, das Eis wird schwierig mit dem Hennessy. Und deswegen fahre ich hier ein bisschen am Rand. Und wir kommen hier schnell durch. Oh Leute, wir haben das geschafft, wir haben das geschafft. Das wird unser zweiter Punkt, glaube ich. Und jetzt hier Vollgas geben durch die Mitte. So. Und da vorne kommt doch mal eine Eisstrecke. Und ich rausfliege mit dem Rari. Komm. Nein, der treibt wieder hier in die Mine da vorne rein. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Komm, bitte. Bitte doch. Oh nein. Komplett durch, Leute. Seht ihr das? Und jetzt gebe ich Vollgas. Bro, ich bin nochmal explodiert sogar. Ich hab's gepackt, ey. Und jetzt ist mein Hennessy da vorne explodiert. Aber egal. Ich hab den zweiten Punkt bekommen. Ja, ist okay, Bro. Ist okay. Ja, ich will dich so platt machen. Jetzt kommt das nächste Feld. Ich werde dich platt machen. Ich werde dich platt machen. So, jetzt nehmen wir mal hier eins raus. Und okay, das ist eigentlich ganz gut. Den muss ich eigentlich auch nicht upgraden, Leute. Weil ich glaube, der ist stark. Ist ein Elektrosportwagen hier. Ein Porsche Taycan. Sehr schön. Okay, ich bin bereit für das nächste Rennen. Bro, guck mal bei mir. Ein Motorrad. Obwohl, du kannst richtig gut um die Minen fahren. Ich mag Motorräder. Okay, bist du ready? Ich bin ready, Russik. 3, 2, 1, let's go. Aua, das zählt nicht. Was soll das? Was soll das? Was denkst du dir eigentlich, was hast du dir eigentlich erlaubt? Ja, jetzt habe ich einen Vorsprung dir gegenüber, denn ich fahre jetzt einfach hier weiter, Leute. Und der muss Ente, aber vor dir ist eine Mine. Wir sind überall Minen, Mann. Ente, hinter dir. Ente, guck mal hinter dir. Bist du schon hinter mir, oder was? Ich guck gar nicht hinter dir. Aua, bin wieder explodiert. Sehr gut, Leute. Der ist wieder hochgegangen. Das heißt, ich komme auf jeden Fall ins Ziel rein. Bist du explodiert? Ja, ich bin explodiert, Mann. Jawohl. Stark, Bro. Gute Leistung. Es steht immer noch 2:2, Russik. Ja, aber Motorrad war echt schwer gerade, muss ich ehrlich sagen. Ey, war schwer, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du steuerst da richtig einfach. Leute, ich muss ganz kurz mal weg, Leute. Ich muss mich beeilen, das hier. Wow, was hab ich für einen Müllwagen? Oh, warte mal, Leute, warte mal. Russik, ich sag dir gleich, was ich habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist aber. Ente, wo bist du? Ich bin nirgendwo, Russik. So, Leute, let's go. Komm schon. Wow, okay, das Motorrad war nicht so gut abzugraden, weil da kam jetzt auch noch wieder Tesla raus dafür. Du hast eine V-Klasse, okay. Ja, was hast du? Hä? Okay, Tesla ist stark. Das sieht aus wie ein Baustellenauto oder wie ein Müllauto. Guck mal, das ist orange. Bro, das ist gut, bestimmt. Ich habe ein Tesla Model X mit Flügeltüren. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, Russik gegen dich zu fahren. 3, 2, 1, go! Let's go! So, Leute, wir fahren jetzt los. Boah, du bist schnell. Ich habe Tesla SUV, der ist schnell und. Ey!
Hab ich dich erwischt? Du hast mich erwischt. Ich muss wieder in mein Auto, Leute. Schnell, 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 das ist mein Auto. Das ist die Nachricht, als du mich mit Motorrad drunter geschubst hast. Das ist gar nicht cool, Leute. Ich muss schnell zu meinem Auto. Und schnell wieder rein ins Auto. So, jetzt sind wir wieder drin. Jetzt fahren wir weiter mit unseren Flügeltüren. Tesla, komm schon. Ich muss jetzt besser hier fahren. Oh nein, der hat uns richtig erwischt gerade. So. Oh, hier sind dicke Löcher in der Straße. Nicht gut. Bro, die V-Klasse ist immun gegen Eis. Oh, wie? Die fährt da einfach durch, oder was? Juckt es ja, gar nicht? Ja, juckt's gar nicht. Oh, hier bin ich mit meinem Porsche gecrashed, Leute. So, da geben wir jetzt auch mal richtig Gas hier. Oh, davon ist irgendwas explodiert. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Die V-Klasse war zu stark, Bro. Was? Die V-Klasse war stark? Nein! Ich bin erstmal in den Wald gebrettert, Leute. Aha. Komm aus dem Wald raus, Tesla. Leute, die blockiert gerade komplett. Ich kann die gar nicht mehr steuern. Der Tesla ist in den Wald gefahren und bringt mir gar nichts. Wow, raus hier. Jetzt hänge ich hier Baum fest, Leute, und überall, Mann. Und jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Das Auto hat es ja gar nicht gebracht, Leute, und auf Eis. Guck mal, da macht es gar nichts mehr. Übel schlechter Auto. Ich upgrade nie wieder so ein Motorrad, Mann. Okay, Rusik, ich komme wieder zu dir. Dann steht es jetzt 3 zu 2 für dich. Ja, steht es nicht 2 zu 2? 3 zu 2 für dich. Schade. Ach so, für mich schon. Ja, für dich. Ich gewinne. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Und easy game. Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Ich muss das wieder upgraden, aber ich habe das Gefühl, dass die upgraded Autos nicht so strong sind. Obwohl langsam sind die ganzen Minen auf der Strecke weg. Und dann kann ich eigentlich performen, weil ich muss ja nur insgesamt gewinnen. Und dann schmeiße ich das hier wieder in die Maschine rein. Dann werfe ich den Hebel an und mal sehen, was ich rausbekomme, wenn ich ein Cadillac reinschaue. Ein Lambo! Oha, Rusik, du hast keine Chance. Wieso hast du ein Lambo? Ich habe ein Lambo bekommen. Hä? Okay, krass, Bro. Ich habe ein, ja, wie soll ich das sagen, ein RS3. Oh, guck mal, das ist ein Dirt RS3. Oh nein, das sieht nicht so gut aus. Okay, bist du bereit, Rusik? Der Lambo ist bestimmt immun gegen alles. 2, 1 und go. So, Leute, okay, der Lambo. Mal sehen, wie viel er aushält. Das müsste eigentlich, weil er aus der Upgrade-Maschine guck mal, du hast mich weggeschubst. Ja, du hast mich weggeschubst. Leute, guck mal, wir fahren einfach über die Dinger drüber. Den Lambo interessiert es gar nicht, Leute. Seht ihr das? Ich fahre einfach über die Minen drüber und... Leute, ich explodiere, aber ich krieg keinen Schaden. Ich gehe nicht hops, Mann. Der Lambo ist einfach viel zu stark, Leute. Den juckt es gar nicht. Ich verliere nicht mal Hälfte, Leute. Wir fahren einfach mal mit drüber. Wir können einfach durchbrettern. Ich habe das Gefühl, jetzt geht die Upgrade-Maschine richtig. Oder nein! Ich brauche mehr Anlauf hier, um rüberzukommen, Leute. Und komm schon. Let's go. Fast runtergefallen. Und hier kommt das Eis. Das skippe ich mal kurz ein bisschen. Oh, nein, 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 nein. Lambo auf Eis. Wow, ja, 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 ja. Geh kaputt, geh kaputt. Lambo auf Eis ist nicht cool, Leute. Kopf wieder. Raus, oh nein, ich muss rückwärts hier rausfahren ins Ziel, komm schon. Ich komm hier raus, Rusik, ich schwör's dir. Du hast verloren, guck mal, du hängst. Ich hab dich verloren. Und du, wir nehmen doch den Tesla mit. Mann, komm schon, fahr Lambo. Was soll das hier? Ente, drück aufs Gas. Mach ich doch, aber Leute, das dreht hier alles durch, Mann. So, jetzt aber, wir kommen langsam durch, ich schaff's ins Ziel und wir haben's geschafft, Leute, 3 zu 3. Ich war aber bei dem Auto. Habe ich nicht einen Bonuspunkt? Ein Bonuspunkt? Willst du, Rusik? Du kriegst gar keinen Bonuspunkt. 3 zu 3, weiter geht's. Ja, okay. Denk dran, wir machen bis 5. So, mal sehen, was ich jetzt hier rausbekomme. Oh. Und okay, Leute, das ist ein Dodge, aber ich will krasse Wagen haben. Deswegen, ich habe gerade nämlich gemerkt, wenn es krasse Wagen sind aus der Upgrade-Maschine, dann sind die nämlich auch unverwundbar. Und deswegen schmeißen wir das Ding jetzt hier rein und aktivieren wieder unseren Hebel. Let's go, mal sehen, was hier rauskommt. Und Leute, wir haben zwei Autos zur Auswahl. Ein Ferrari und ein Urus, aber der Ferrari hat nicht so gut performt. Deswegen, aber das war der aus der Kiste. Vielleicht ist der Ferrari stärker, aber es fällt auf, wenn wir nochmal einen Ferrari haben. Vielleicht nehme ich jetzt den Urus. Urus, den hat's doch gar nicht. Und schau mal, wie gut der ist, so. Rusik, ich habe einen Urus bekommen. Hä, aber was hast du da hinten gemacht? Hä, Bro, ich bin kurz aufs Klo gegangen. Okay. Oh, was hast du bekommen? Ein Tesla. Ein Tesla. X. Okay, bei mir war der nicht so gut, aber vielleicht ist er bei dir besser. Ja, okay, ich teste den jetzt mal. Okay, dann teste den mal. Bist du bereit fürs Rennen? Ja, bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, go! Let's go! So, Leute, hier aus dem Urus seht ihr das einfach so. Ich fahre einfach wieder einfach an Rusik vorbei. So, ey, der ist schneller als ich. Du fährst nicht vorbei. Oh, Leute, oh! Oh, nein! Ich bin auch ins Wasser gefallen! Nein!
Nicht gut, Leute, ich hab den Urus versenkt. Warte mal, krieg ich den wieder raus hier? Ich hol mir kurz meine Zange. Ich muss den wieder aus dem Wasser ziehen. Komm schon, Urus. Komm, wir müssen weiterfahren, Leute. Let's go, let's go, let's go. Ich bin gerade zu schnell gefahren. So, wir sind wieder im Auto, auf der Strecke. Hey, und du willst da nur zu beiziehen, oder was, Russik? Bro, ich musste mir jetzt mein Motorrad sneaky. Ich hab ja OP-Autos, ich kann einfach alles zur Explosion bringen in seiner Nähe. Und dann geht eigentlich auch, ob es für dich Explosion auslöst, Leute. Ich muss einfach Gas geben und ihn umfahren. Nimm das! Au! So, wir haben ihn einfach umgefahren, Leute. Das heißt, umfahren wir jetzt ganz schön und fahren jetzt einfach hier ins Ziel mit dem Urus. So, ich bin fertig, Russik. 4:4. Was hast du? 3? 3! 4:3, Russik. Denk dran, der nächste Punkt wird's entscheiden. Ja, okay, dann gewinne ich jetzt, Bro. Echt? Du wirst gewinnen. Das wollen wir doch mal sehen. Leute, ich hatte so eine Pechsträhne am Anfang und... Okay, das ist, glaube ich, gar nicht gut. Warte mal, Russik, warte, chill mal kurz, okay? Ich muss kurz AFK gehen. Was musst du? Wohin? Ich muss kurz AFK gehen. Okay. Und weg vom PC, Leute. So, warte, ich stelle mich jetzt nämlich dahin. Denn das Auto hier, seht ihr das? Das ist ein absolutes Müllauto. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach den Ferrari reinwerfen und gleichzeitig den Nissan. Denn ich will jetzt das stärkste Auto überhaupt bekommen aus diesem Ding. Okay, wir werfen das jetzt rein und den Ferrari und am besten noch ein bisschen Goldblöcke und ein paar Birchies. Und vielleicht kommt ja das übelst krasse Auto raus. Wir probieren das jetzt gleich mit der Upgrade-Maschine. Let's go. So, Leute, wir bedienen es jetzt. Und komm schon, was kommt hier raus? So, warte mal, was kommt hier raus? Und Leute, ein Bentley und das da. Russek, was machst du hier? Was war das? Hä, gar nichts, Bro, gar nichts. Oh, Leute, das ist doch... Das geht dir nicht. Ja, keine Ahnung, ich hab da zum Schalter umgedrückt, Leute. Russik, ich weiß nicht, was da ist. Was ist das? Das ist gar nichts, Russik. Hä? Oh, tut mir leid, das ist gerade kaputt gegangen. Was ist das, Ente? Oh, Leute, jetzt kann ich die Maschine nicht mehr benutzen, ne? Hä? Oh, ganz komisch. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, Mann. Leute, ich habe die G-Klasse und ein Bentley. Was nehme ich jetzt am besten? Ich glaube, ich nehme die G-Klasse, denn die ist super stark. Die ist vielleicht auch stärker gegen Minen gepanzert. Und sogar eine Rainbow-G-Klasse. Komisch, dass du so ein gutes Auto hast, nachdem du da hinten gegangen bist. Boah, ich hab voll auf gute Autos. Ich hab voll auf Glück, Russik. Denk nicht. Okay, bist du bereit, Russik? Denk dran, wenn du jetzt verlierst, dann habe ich gewonnen. Oh, Leute, guck mal. Das Ding hat sogar, glaube ich, ein Stage-Upgrade, weil es raucht richtig aus dem Auspuff. Okay, Russik. Okay, bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, go! Let's go, Leute! Und, guck mich, wir sind viel schneller! Die G-Klasse geht dir übelst ab! Was geht ab, Mann, Leute? Das ist ein super Auto! Und wir können einfach über Bienen drüber fahren, das juckt mich gar nicht so! Guck mal, die ist komplett gepanzert und der denkt, dass er eine Chance hat in der Kurve. Aber wird er nicht haben, Leute, denn wir haben eine super G-Klasse mit Supermotor! Und wir haben Russik einfach wieder überfahren! So! Ente! Jetzt gehen wir ins Ziel, Leute! Hier einfach drüber, über alle Bienen. Und das Eis juckt die G-Klasse auch nicht mit dem Motor. Auto, Leute, und let's go! Russik, das war mein finaler Punkt, Bro! Hä, hey, irgendwie voll komisch, Bro, ich sag dir ehrlich. Hä, wieso denn? Keine Ahnung, voll die komischen Sachen, die du hier hinten gemacht hast. Oh, Leute, Russik, ich hab gewonnen hier! Jetzt hat sich entschieden, 5:3 gewonnen, Mann! Was machst du da Bro, hinten, ey? Was ist das? Warum kommen da Bentleys raus? Leute, warum kommen da Bentleys raus? Das ist nicht gut, Mann. Oh nein, der produziert ganz viele Sportwagenautos. Ich hab keine Ahnung. Bro, was ist das? Warum habe ich ganz viele goldene Bentleys? Ich weiß nicht, Russik. Ich muss Ente, bleib stehen. Leute, müssen abbauen. Let's go, weg hier, weg hier. Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da schon bei Ende vorbei. Bis zum nächsten Video und ciao.